Ja, der letzte Sprecher für heute ist Josh Schaub. Ein paar Worte zu ihm. Josh Schaub absolvierte sein Grafikdesign-Studium an der Hochschule für Gestaltung in Luzern in der Schweiz. Und nach seinen beiden Praktika bei OnNab und von Sigmann, M23 in Berlin, machte er sich 2014 selbstständig. Seither verbindet er in seiner Arbeit die traditionelle Grafik mit neuen Erzählweisen des Digitalen und gestaltet so Plakatives, Informierendes und Bewegtes. In den letzten beiden Jahren beschäftigt er sich intensiv mit dem Medium des bewegten Plakats und initiierte hierzu zwei Ausstellungen fürs internationale Plakatfestival Weltformat in Luzern. Josh Schaub, uns ist gerade durch seine bewegten Plakate aufgefallen. Wir freuen uns, dass er nun zu uns nach Bielefeld gekommen ist, um über das Thema bewegte Grafik zu sprechen. Wir sind nun gespannt auf deinen Vortrag mit dem Titel I like to move it. Ja, genau. I like to move it. Okay. Bitte verzeih mir diese Anmoderation, Josh. Aber zu dieser späten Stunde muss das sein. Vorhang auf und Film ab. Ja, das geht. Funktioniert super. Ich dachte eigentlich, du machst auf Schweizerdeutsch, hast du mir doch versprochen. Das. Du hast mir doch versprochen vorhin, du stellst mich auf. Okay. Okay, gut, also da muss ich nichts mehr über mich sagen, dann hast du das schon gemacht. Ja, also ich habe hier mal so, mit was ich mich so hauptsächlich beschäftige, sind wie gesagt Plakate, das sind Infografiken und so bewegte Grafik, was meistens eigentlich die zwei Gebiete sind, in bewegt einfach. Damit ihr immer wisst, wie lang es noch dauert, habe ich meinen Vortrag in so vier Kapitel eingegliedert. Und dann wisst ihr immer, es geht noch etwa ein bisschen in der Hälfte oder so. Also wir beginnen mit Kapitel 1 von 4. Hört man mich nicht eigentlich? Ich höre mich. Okay, gut. Kapitel 1 von 4, Typo im Plakat. Und also ich finde es super toll, hier zu sein. Ich war nur so ein bisschen erstaunt, Typo Festival, weil ich eigentlich von mir gar nicht sagen würde, dass ich mich mit Typografie beschäftige. Klar, es ist ein wichtiger Teil in meiner Arbeit. In meinen Plakaten ist überall Typografie drauf, aber ich habe mir eigentlich noch nie überlegt, was zur Typografie, wie ich die benutze oder so. Und ich glaube auch, wenn meine Professoren und speziell mein Typo-Professor mich heute hier sehen würde, würde er ziemlich lachen. Und ich muss auch gestehen, dass ich glaube, in meinen ganzen Arbeiten zu über 80% die gleiche Schrift benutze. Aus zwei Gründen. Einerseits, weil ich einfach faul bin, jedes Mal eine neue Schrift zu suchen. Und zweitens, weil ich finde, es ist eigentlich überhaupt nicht wichtig. Ja. Ist ganz egal, es geht schlussendlich darum, was man mit der Schrift macht und wie man sie verbindet mit eigentlich Bild und Objekt. Ja. Jedenfalls funktioniert das so bei meinen Arbeiten. Okay, also ich habe dann gedacht, okay, ich muss mich trotzdem irgendwie vorbereiten für hier, mich mit Typografie auseinandersetzen. Dann habe ich das erste Mal meine Arbeiten angeschaut und überlegt, wie benutze ich denn eigentlich Typografie? Das ist meistens dieselbe, also dieselbe Schrift, aber wie gehe ich denn mit der um? Und habe gemerkt, gerade zum Beispiel in den Plakaten gibt es so vier Formen, die ich eigentlich benutze, von überhaupt nicht integriert mit dem Objekt bis sehr. Ja. Beginnen wir mit der ersten Gruppe. Ich zeige einfach ein paar Plakate und zu diesen Gruppen und danach erzähle ich noch ein bisschen mehr zu den einzelnen Plakaten. Das ist die Gruppe Typo am Rand. Das ist eigentlich dann, wenn ich keinen Bock habe, was mit der Typo zu machen, aber die muss ja trotzdem irgendwie drauf, dann schiebe ich die einfach raus. Das Format wird wie kleiner und in der Mitte ist eigentlich das Bild. Ja, also, ja. Und es ist auch klar im Hintergrund. Es gibt keine wirkliche Interaktion, aber sie muss halt drauf. Ist groß, weil ich finde, alles, was drauf ist, muss auch drauf sein. Ja, groß sein und auch, also kleine, wenn ich jetzt irgendwie so ein Bild mache und dann schreibe, also ein Plakat und schreibe ich noch klein hin, das ist wie so eine Unterschrift, die gehört ja nicht drauf. Also so ein Untertitel irgendwie. Also, was drauf ist, muss auch irgendwie kommunizieren. Bei dem hier ist es schon ein bisschen, ist zwar auch am Rand, aber Bilder sind auch am Rand, ist vielleicht schon ein Schritt weiter. Aber nächste Gruppe ist eigentlich Typo als Text jetzt. Ja. Das heißt, ich setze die Typo jetzt wirklich mit dem Objekt zusammen, aber es ist immer noch Text, also ich lese von links oben nach rechts unten, ganz normal, vielleicht ein bisschen verschoben, links, rechts, aber eigentlich ist es einfach der Text, wie halt Text eigentlich behandelt wird normalerweise. Nächste Gruppe, Typo im Raum. Die Typografie wird jetzt irgendwie mehr zu fassen im Objekt. Es geht in den Raum rein. Hier rechts wird so, es geht so ein bisschen hinten vorne. Es wird so, die bricht so ein bisschen nicht mehr diese Geradlinigkeit. Hier wird es wirklich zum Objekt, das in die Flucht geht, in die Tiefe. Und hier sieht man natürlich eben, es geht über alles drüber. Also die Typografie ist eigentlich schon beim Objekt angekommen. Und die letzte Stufe
ist dann eigentlich, wenn Typografie wirklich zum Objekt wird. Ja? Also wenn eigentlich Objekte so tun, als wären sie Schrift. Vielleicht sieht man das nicht so ganz, ich gehe mal durch. Links, das ist noch ein Plakat, das ich noch in meinem Studium gemacht habe. Das war ein Wettbewerb zum Thema Plakat. Ja, das sind immer die tollen Themen. Und dann bin ich in meiner Recherche natürlich, in der Schule, habe ich richtig Recherche gemacht und dann habe ich irgendeine Aussage gefunden, ich weiß nicht mehr, wer das war. Und er hat gesagt, the poster is just ink on paper. Und bei dem Plakat sieht man vielleicht ganz gut, dass Schrift hat so die Eigenschaft, dass wenn ich die auf dem Plakat sehe, ich komme hier nicht drum rum, ich muss ja wie lesen, oder? Und ich kann nicht sagen, ich weiß sofort, was sie gesagt hat. Vielleicht verstehe ich es nicht, aber ich lese es sofort. Und beim Bild, was hier eigentlich more than heißen soll, da geht es manchmal ein bisschen länger. Und deshalb bedient sich vielleicht dieses Plakat ein bisschen, dass man zuerst denkt, ja, es ist nur ink on paper und dann sieht man vielleicht, es ist more than ink on paper. Ja. Ähnlich vielleicht bei diesem Plakat. Das war ein Plakat für das aktuelle Plakatschaffen der Luzerner Plakatszene in Berlin für eine Ausstellung. Vielleicht muss man sagen, dass die Luzerner Plakatszene ist vielleicht so ein bisschen nicht wie sonst in der Schweiz, so wie man Schweizer Grafik kennt, so geradlinig im Raster, sondern vielleicht so ein bisschen querfarbiger, mehr Bild und Illustration. Und das wäre die Idee hier, so das Luzern, das Plakat, das schreibe ich so wie so ein Schweizer Plakat halt. Und das Luzern, das wächst so irgendwie rein, also eigentlich das so als Thema zu nehmen. Ja, und in der Schweiz haben wir noch für die Nerds noch hier, in der Schweiz haben wir so ein eigenes Plakatformat, also ich habe da so zum Beispiel DIN, A0 oder so. Und in der Schweiz haben wir Weltformat, wir dachten damals, das wird das, was alle dann haben werden. Haben jetzt nur wir und eigentlich nur die Plakatkünstler. Ja, und das, also das Blaue zum Weißen ist auch genau dieses Verhältnis, aber das sieht eh keiner. Ja. Okay, und das letzte Plakat. Hier sieht man vielleicht auf Anhieb gar keine Schrift. Das war ein Plakat für eine Ausstellung von der Aschi in São Paulo vor 2 oder 3 Jahren. Und das Thema war, das war in Brasilien und das Thema war Brasilien. Und das ist immer so toll bei so Themen, die irgendwie so, ja, nicht so viel hergeben, was macht man da? Und ich dachte dann irgendwie in so ein Caipirinha-Cocktailglas und fand, ja gut, mache ich das. Aber irgendwie kann ich einfach nicht ein Plakat machen, wo ich nicht irgendwie noch irgendwas drin habe und es einfach nicht nur ein Bild ist. Und fand, okay, schreibe ich halt einfach noch Brasilien drauf, das wollten sie ja so. Aber nicht einfach so plump, sondern ein bisschen versteckt. Ich weiß nicht, ob es schon jemand gesehen hat. Für die noch nicht, man kann es nicht mehr nicht sehen danach. Also genießt noch den Moment. Also da oben ist so ein B und ein R. Jetzt alle. Nicht? Ich mach den weg. Jetzt sieht man es. Keine Ahnung, ob das die Leute überhaupt sehen, aber ich finde es irgendwie cool, wenn man irgendwie was reinmacht, wo man vielleicht beim 3., 4. Mal anschauen immer noch Freude daran hat und nicht irgendwie denkt, ja, nett. Okay, also das sind diese 4 Stufen. Kommen wir zu Kapitel 2 von 4, Fun. Ich glaube, oder es ist sehr wichtig, dass man eigentlich Spaß bei der Arbeit hat. Und manchmal hat man das Glück, dass man einen Auftrag hat, der vielleicht ein bisschen freier ist. Und immer dann probiere ich natürlich das reinzupacken, was mir Spaß macht. Und mir macht Spaß, und ich liebe so Kinderwimmelbücher, wo so ein Bauernhof, und passiert überall was. Ja? Und ich liebe Infografen. Ich liebe irgendwie auch völlige absurde Infografen, wo irgendwelche Sachen erklärt werden. Das heißt eigentlich immer, wenn ich nicht so eng als ist, oder der Auftraggeber nicht sogar klar gesagt, um was es geht, oder es ist irgendwie so eine Autorenarbeit, dann packe ich eigentlich irgendwie so Infografen und Wimmelbildsachen rein. Ein Beispiel ist zum Beispiel das hier. Das ist so ein Plakat. Das ist gerade so eine Ausstellung in Genf momentan. Das sind so riesen Plakate, so F12 heißt das. Also so, habt ihr auch so Format? Also das ist so 1,20 auf irgendwie 2,5 Meter. Das Thema war Food. Ja? Mehr auch wieder nicht, oder? Und das ist immer natürlich immer so toll, wenn man wieder so ein Thema hat, was irgendwie nichts sagt. Dann kann man machen, was man will, finde ich. Ich habe mir dann lange überlegt, oder auch jetzt, wo ich die anderen gesehen habe, viele haben so was Politisches gemacht, irgendwie so überlegt, okay, was habe ich für eine Haltung zu essen? Meistens kontrovers. Und ich fand halt irgendwie, ja, das ist mir alles zu verkopft. Und dachte, was ist denn das Simpelste? Das fand ich Mousse au Chocolat. Ist auch das einzige Rezept, was ich auswendig kann. Ist mir ganz einfach. Man braucht von allem 4 und nur von der Schokolade 2. Also 4 Eier,
wir sagen in der Schweiz, das sagt ihr gar nicht, 4 Deziliter, also 0,4 Liter Sahne, 4 Esslöffel Zucker und 200 Gramm Schokolade. Und ja, sage ich eine Art Infografik als Plakat über dieses Schokoladenmus. Ja. Ein anderes Beispiel für so ein Plakat wäre dieses hier. Das war auch so eine Ausstellung, wo man ein Plakat dafür gemacht durfte. Das Thema war die andere Seite. Was ist auch wieder so ein Begriff ist, das kannst du irgendwie alles machen. Und der Clou war aber, dass man quasi die Rückseite bedruckt mit einer zweiten Meinung und dann bei der Ausstellung wird das von hinten beleuchtet. Man kann es an und ausschalten, dann kann man so die Hinterseite sehen. Und ich dachte irgendwie, ja, irgendwie wieder so was rauszusuchen, was jetzt eine zwei Seiten hat. Irgendwie. Und ich fand eigentlich, ich hatte mich gerade zufälligerweise mit diesem Thema beschäftigt und fand irgendwie so, ja, aber gibt es vielleicht noch Leben? Und auf der anderen Seite stehen dann einfach, oder auch nicht. Und dann ging es eigentlich darum, okay, wie will ich das zeigen? Und ich habe daraus dann so ein interaktives Plakat gemacht, wo man eigentlich das Ganze drehen kann. Und deshalb habe ich auch so einen Weltraum gemacht, weil ich wollte eigentlich so einen Raum entstehen lassen. Aber das war eigentlich gar nicht die Aufgabe, aber ich habe dann so eine Emotion gemacht, oder besser gesagt so ein interaktives Plakat gemacht, wo man eigentlich eben die Rückseite sehen kann. Auch wenn man nicht an der Ausstellung ist, also wo eben mit diesem Licht das gemacht wurde. Ja, ein weiteres Beispiel in dieser Gruppe wäre dieses Plakat, das ich für das 30-jährige Jubiläum der Page, des Page-Magazins gemacht habe, wo auch das Briefing nur war, Plakat, also und das Thema ist 30, wieder so total frei, oder? Ich dachte, gut, nehme ich das halt wörtlich, ich habe irgendwie verschiedene Dinge genommen, die Zahl 30 auch beinhalten, wie eine vierstöckige Kugelpyramide, besteht aus 30 Kugeln oder der längste Bus. Oder ja, verschiedene Dinge. Zink hat die 30. Stelle im Periodensystem, was eigentlich ein völliger Schwachsinn. Aber in sich stimmt ja alles. Also gut, und da muss man sagen, weil ich das ja gerne mache, also ich habe Spaß daran, denke ich mir Sachen aus, suche mir Sachen, die zusammenpassen, auch optisch. Und dann weiß ich noch, dass dieses Rohr da auf der einen Seite, das da war noch leer und ich dachte, da will ich irgendwas haben, was so, wie es mit einem Rohr funktioniert. Das habe ich lange gesucht, was könnte das sein, ich habe nichts gefunden. Und am Schluss habe ich dann irgendwie so Kanalisation, ich habe jetzt hingeschrieben 30.000 Kilometer Kanalisation in New York. Das stimmt halt gar nicht, weil ich habe nichts mit 30 gefunden. Aber das schaut ja auch keiner nach. Und für die Klugscheiße, weil im letzten Mal habe ich dieses Plakat, wo gezeigt habe, kamen danach zwei, oh nee, es war sogar eine Frage am Schluss, was hieß, ja, kannst du mal vorrechnen, das stimmt ja gar nicht. Punkt vor Strich. Jetzt ist es natürlich einfach zu sagen, klar, ich mache einfach, was ich Spaß habe und ich finde auch noch irgendwie die Inhalte selber, vor allem bei einer Infografik, das geht natürlich nur, wenn man wirklich so frei ist und irgendwie nicht wirklich einen reellen Auftrag in dem Sinne. Ja, meistens stimmt das, aber es gibt auch noch so Aufträge, wie zum Beispiel, ich mache immer mit Raphael Schön zusammen, sieht man hier unten, habe ich hingeschrieben extra. Das ist ein, der mit mir studiert damals, wir machen oft so Infografiken zusammen. Das war jetzt ein richtiger Auftrag, also ja, dann durften wir jetzt nicht die Inhalte erfinden. Trotzdem, das Thema war Esoterik und wir mussten eine Infografik machen auf zwei Seiten über esoterische Objekte. Und trotzdem fanden wir halt okay, wenn das Thema auch wieder so frei ist, dann machen wir das so frei und machen wir, was wir cool finden, also einfach ein Wimmelbild oder was ich jedenfalls cool finde. Ein Bild, was völliger Informationen ist. Und wir haben, glaube ich, mehr Zeit darin verbracht, eigentlich eine Recherche zu machen, was es alle für coole Objekte gibt. Wie zum Beispiel der Orgonstrahler, das ist das Ding da in der Mitte. Der kann man einfach auf sich richten, da wird alles gut. Aber das Coolste daran ist, da stand auch, wenn man nicht so viel Zeit hat und den ganzen Tag arbeitet, kann man auch zu Hause das einfach auf ein Foto von sich richten. Das hat die gleiche Wirkung. Ja, und es geht eigentlich so von der Einstiegsdroge, Traumfänger und Bernsteinkette hin zu den krassen Sachen, die unendlich teuer sind. Ja. Okay, noch ein anderes Projekt, was auch total wirklich einfach nur Spaß schlussendlich war. Das ist auch so ein Projekt in der Schweiz, in Bern, die Soiree Grafik. Da werden früher war, jetzt ist es glaube ich anders. Früher, als ich damit gemacht habe, war es so, dass werden Grafiker, Plakatgestalter eingeladen, die einfach ein Plakat machen und ein Künstler oder Fotograf reagiert dann quasi darauf und macht dann auch ein Plakat oder irgendeine Arbeit und das gibt dann so ein Wechselspiel. Und also ich war am Anfang der Kette und habe wieder so einen tollen Aussag bekommen, diesmal noch blöder, oder? Über alles andere entscheidest du frei, du kannst alles machen. Super. Oder? Das ist noch blöder, als wenn ich einfach habe 30 oder Brasilien, also das mache ich alles. Und nach langem Hin und Her überlegen, was das alles sein könnte, habe ich mir überlegt, ich nehme das wörtlich und mache halt alles.
aber habe nicht so viel Platz auf dem Plakat. Und deshalb habe ich mir überlegt, okay, gut, wir kennen ja die Antwort auf alles. Kennt die jemand? 42, genau. Die anderen sollen einfach mal das Buch lesen oder ihn fragen oder den Film schauen. Bei Anhalter durch die Galaxie, da kommt die Antwort auf alles raus, die ist 42. Das Problem ist, wir verstehen sie nicht, weil wir nicht die Frage dazu kennen. Also das Problem daran ist ja eigentlich, dass wir einfach die richtige Frage endlich finden sollten. Ja? Und die Frage, die richtige, da hatte die Antwort 42. Also habe ich alles Fragen gesucht, die Antwort 42 haben. Wie zum Beispiel, wie viele Streifen hat schwarze Streifen hat ein afrikanisches Bergzebra? Mit wie vielen Jahren ist Elvis gestorben? Das legendäre Tischtennisspiel von 79 wurde mit dem wievielten Ballwechsel beendet? Ja. Auch hier habe ich ein paar Daten erfunden. Aber ja, viel Spaß beim Rausfinden, weil ein paar stimmen wirklich, also die meisten, ja. Okay, kommen wir zu, wir sind schon bei Kapitel 3 von 4, also schon über der Hälfte, mit dem eigentlichen Titel I Like to Move It. Dem, dass ich gerne Infografen mache, Wimmelbilder, mag ich es auch total, Sachen zu bewegen. Das kommt daher, dass ich eigentlich Film studieren wollte. Und in der Schweiz machen wir so einen Vorkurs, das heißt so ein Jahr vor dem Studium, wo man nochmal alles macht, also irgendwie so vom Töpfern über Fotografieren, Modedesign und so. Also man muss alles nochmal machen mit der Idee, dass man nochmal schaut, will man das wirklich machen, was will man eigentlich machen. Und das war bei mir ganz gut, weil ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass ich nicht Film machen will, das ist für mich viel zu viel Teamwork. Man ist immer auf andere Leute angewiesen, man ist auf Licht, auf Ton, auf Kamera und wenn die Schauspieler scheiße sind, kannst du noch so einen coolen Filmidee haben, noch so einen coolen Film machen. Also irgendwie fand ich, geht gar nicht und ich fand es auch so unheimlich unkreativ. Man hat dann mal eine coole Idee, überlegt sich das und dann muss man das filmen und schneiden und am Schluss merkst du, du hast eine Szene vergessen und du kannst das nicht einfach nochmal schneiden. Also bist irgendwie, es ist mega, ich fand es gar nicht gut. Und dann habe ich Illustrator kennengelernt oder gefunden und da kann man noch in letzter Sekunde, bevor man druckt, noch was rumschieben. Und da fand ich, das passt mir viel besser. Wo kann ich das machen? Und dann kam da, okay, visuelle Kommunikation. Und dann in Luzern gab es, ich wollte eben nach Luzern, weil da ist es voll schön mit den Bergen. Und bin da genommen worden und habe dann aber danach ziemlich schnell gemerkt, dass es in der Schweiz die einzige Schule ist, wo man nur Grafikdesign bekommt, also unter Mitteln, das heißt wirklich nur Buch, Plakat, Typo, Infografik und Corporate Identity und das nur im Druck, also im Gedanken, dass man das druckt. Also keine Illustration, keine Animation, kein Film, keine Fotografie, also eigentlich alle die Dinge, die Spaß machen. Ja, ich habe das doch trotzdem durchgezogen, habe so die Infografik kennengelernt, was ich total cool finde. Also es ist überhaupt keine verlorene Zeit. Aber so nach dem Studium ist halt dieser Wunsch nach Bewegung wieder zurückgekommen, aber hier in einer anderen Form, also nicht mehr Film, sondern ich finde, ich mache bewegte Grafik, würde ich das eher nennen. Was ich damit meine, zum Beispiel das Plakat von vorhin bewegt sich jetzt. Ja? Es ist kein Film, also nicht, hat nicht so eine lineare Erklärweise, es fängt da an, geht dahin, sondern es bewegt sich einfach. Das ist natürlich auch, das ist so, wie das für mich schon immer so war. Irgendwie, wenn ich das anschaue, sehe ich schon, wie es sich bewegt, auch ohne die Bewegung. Das ist eine tolle, lustige Spielerei. Ich meine, das habe ich einfach nur zum Spaß gemacht. Aber teilweise sieht man schon Dinge, die irgendwie auch Sinn machen. Wie zum Beispiel bei dem Zebra sieht man, okay, jetzt ist es ein Zebra und dann nimmt man die Streifen weg und kann besser erklären, wie die Streifen, wie das gemeint ist. Man kann zum Beispiel viel besser erklären hier unten bei dem Krokodil. Okay, das sind diese 42 Grad, das spezielle Krokodil, Mund aufbringt, man kann diesen Tischtennis-Wechsel, Ballwechsel viel besser verstehen. Das macht, glaube ich, schon Sinn, dass man die Bewegung hier reinbringt. Jetzt, natürlich ist das an so einem Beispiel jetzt nicht wirklich zu erklären. Ein anderes Beispiel aus der realen Welt, also ein richtiger Auftrag. Es war so eine Infografik für ein Magazin, das heißt E-Und oder so, weiß ich nicht. Und da ging es in diesem Artikel ging es darum, um so Smart Grid in so kleinen Siedlungen, dass eigentlich so die Wärmepumpe, das Solarpanel und das E-Auto eigentlich miteinander kommunizieren und so Energie austauschen. Und ich meine, es ist schon reduziert farblich, man sieht schnell, okay, es geht um die gelben Bereiche, die kommunizieren miteinander, also es wurde schon grafisch irgendwie reduziert und aufgearbeitet, also von mir. Aber jetzt ist es ja so, dass Magazine immer wie mehr digital werden. Und ich finde, genau da haben wir die Möglichkeit, das Ganze bewegt zu machen und
dann macht es ja auch Sinn, dass wir das irgendwie anwenden und wir können so viel vielleicht genauer erklären oder noch besser. Also hier ist zum Beispiel, wir haben verschiedene Sachen gleichzeitig, das auch wichtig ist, weil die sind alle im gleichen Bereich. Und in der Bewegung haben wir jetzt die Möglichkeit, eigentlich das auch einzeln zu erklären. Daneben haben wir immer noch den Text, der sagt, hier geht es um das, das und das, aber quasi die Bewegung erklärt uns nochmal einfacher. Und ich finde, es gibt zum Beispiel auch so Erklärvideos, aber das Tolle hier finde ich halt, dass man nicht irgendwie, was ist gerade passiert, muss ich Stopp drücken, nochmal zurückspulen, sondern es kommt immer wieder. Es geht nicht darum, dass es irgendwie aufbaut, hier machst du das, dann machst du das und so, habe ich irgendwie so 2 Minuten Film, sondern ich kann eigentlich die ganze Zeit reinschauen und die Sachen viel besser vergleichen. Und ich glaube, das Verständnis gerade für so Infografik macht viel mehr Sinn. Also quasi die in bewegt, in dieser Form zu benutzen. Ein anderes Beispiel, hier, man hat 2 Schriften, die sehr ähnlich sind, aber doch nicht. Man will erklären, was ist halt der Unterschied dazwischen. Also wie, und ich könnte die natürlich einfach nebeneinander setzen oder drucken, also einmal so, aber hier sehe ich viel besser, was verändert sich eigentlich wirklich. Das ist ein Auszug aus einer Arbeit, die ich für GrilliType gemacht habe. GrilliType ist so eine Type Foundry aus der Schweiz, die auch Schriften machen. Und die haben hier diese Schrift gemacht, das war eigentlich die GTS. Und die sind zu mir gekommen und meinten, sie haben eine Schrift, die hat 2 Schnitte und die sind extrem unterschiedlich. Und wir wollen eigentlich zeigen, dass es aber doch das Gleiche ist, aber doch eben nicht. Könnte man das nicht mit Animation machen? Das wäre eigentlich super. Und daraus ist eigentlich dann ein riesiges Projekt entstanden. Wir haben also verschiedene Glyphen genommen und gezeigt, was eben hier die Unterschiede sind. Da habe ich das, in der Schweiz haben wir das scharfe S nicht. Da habe ich das erste Mal, dass das SZ nicht verstanden, woher das kommt. Da gab es auch noch so Animationen, wo quasi noch genauer erklären, Feinheiten, also was sind unterschiedliche Oberhöhen oder hier so kleine, wo es reinzoomt, so Inkdrops, die entstehen im einen Schnitt, im Textschnitt oder hier, wie die Punkte rund werden, wie die Anschnitte sich ändern, die verschiedenen Dicken, also eigentlich immer so wieder so kurze Erklärsequenzen von ein paar Sekunden, hier meistens im Wechsel von einem zum anderen Zustand. Ja, und dann ging es eigentlich weiter. Man fand, okay, cool, vielleicht kann man das wieder größer machen und irgendwie der ganzen Schrift ein Gesicht geben, quasi wie ein Image oder eine Corporate Identity auf eine Art. Also Schriften sehen ja irgendwie alle gleich aus, jedenfalls für mich. Aber vielleicht, dass die ein bisschen doch auffällt und aus der Masse sticht, kann man denen irgendwie so ein Gesicht geben mit dem Inhalt, was er eh schon hat. Ja, also die kommt ja irgendwo her. Und hier, diese Schrift kommt aus so estländischen Kinderbücher und da hat immer so diese Formen, so Figuren aus so Formen drin. Und daraus haben wir eigentlich dann die Geschichte, wie sie zu dieser Schrift gekommen sind oder wo die Geschichte erzählt, auch in so kleinen, ganz kurz animierten Illustrationen gemacht. Also irgendwie, da ist immer noch Text dazu, aber es sind eigentlich wie Illustrationen, die sich halt bewegen zum Text. Hier geht es irgendwie darum, dass sie während dem Kalten Krieg nicht so viele Schriften hatten. Sie hatten irgendwie nicht nur eine Groteske und nicht so viel Zeit, sich um neue zu kümmern, weil sie im Militär waren. Dann geht es darum, dass Urs Leni, ihr Dozent, damals so alte Schulbücher mitgebracht haben und sie nur noch an das denken konnten und sich dann daraufhin nach dem Studium entschieden haben, nach Estland zu fahren. Und da haben sie einen Professor getroffen, der ihnen erklärt hat, wie das Ganze, woher das kommt und wie die kyrillischen Zeichen funktionieren. Und ja, dann ist die GTS entstanden und ja. Und das Ganze sieht dann schlussendlich so aus, also es ist eine Webseite, die also GrilliType macht, also sie machen auch die Illustrationen und ich animiere eigentlich die ganzen Sachen und baue diese Geschichten daraus. Und da ist ja immer Text dazwischen, also es ist nicht selbsterklärend, aber es dient so quasi dazu. Und dann haben wir auch noch, also gibt mir auch die Erklärung für die einzelnen Zeichen und Glyphen. Und dann natürlich Social-Media-mäßig kann man das Ganze auch ganz gut gebrauchen, so kurze kleine Animationen mit diesen Formen, in diesem Fall hier jetzt. Ein Jahr später sind sie wiedergekommen und gesagt, wir haben eine neue Schrift und es hat auch so gut funktioniert letztes Mal. Habe ich nicht weiter? Jetzt. Das hat auch so gut funktioniert letztes Mal, können wir das nämlich wieder genauso machen. Wir machen wieder so Animationen, wo wir die Schrift erklären. Diesmal ist das Spezielle, diese Schrift hat, glaube ich, irgendwie zwischen 70 und 80 Schnitte. Das müssen wir einerseits irgendwie rüberbringen. Also es gibt die halt in ganz dünn bis ganz dick und compressed und extended und alles Mögliche. Und da gibt es noch Mono und das Ganze noch schräg gestellt.
Das ist eine der längeren Animationen, aber grundsätzlich sind die echt immer kürzer. Auch hier wieder gab es wieder so kleine Sachen, die irgendwie so Kleinigkeiten erklären, alternative Zeichen, wie der Anschnitt sich bei den verschiedenen fetten, dicken Schnitten irgendwie verhält. Und daneben war da auch wieder die Idee, dass man wieder so eine Geschichte drum erzählt. Dieses Mal nicht, wie sie dazu gekommen sind, weil die wahrscheinlich nicht so spektakulär war oder nicht so interessant wie beim anderen. Es ging mehr darum, dass sie gesagt haben, das ist wie die neue Helvetica. Und in Amerika ist ja alles mit Helvetica geschrieben. Also deshalb heißt sie GTA Amerika. Und deshalb branden wir auch Amerika neu mit der Amerika. Also haben wir alles so, also sie haben so Logos genommen und wo eigentlich eh schon Helvetica drin ist, haben die Amerika reingemacht und ich habe dann die irgendwie so animiert, dass das ein bisschen lustiger ist, also einfach nur diese Logos. Da ist auch wirklich noch Schrift dabei, also da haben wir die GTA Amerika noch drin. Dann hatten sie auch die Idee, dass wir noch so Verpackungen machen, die sich so auffalten, die wir gefunden haben, die es da wirklich gibt und halt eben auch hier ersetzt irgendwie die Schrift. Und dann hat es ein bisschen ausgeartet, weil wir dann immer mehr Objekte von, das können wir noch machen. Das sind zum Beispiel das in der Mitte, das ist so ein Schweizer von Kanton in der Schweiz, das Wappen. Wir haben extrem viele Wappen, habe ich irgendwie animiert, immer so in Beziehung zu irgendwie Amerika. Hier der Globi, das ist so ein Kinder-Comic-Held aus der Schweiz. Und woher dieses Mädchen kommt, keine Ahnung. Das, eben wie gesagt, das ist dann ein riesiges Sammelsurium von irgendwie kleinen Animationen. Dann schon hier mal so ein Auszug daraus. Wo einerseits eben die Schrift erklärt wird, aber eigentlich nur einfach so ein Gesicht gibt, um was es und das Ganze ein bisschen so nicht so ernst genommen. Ja, und daraus haben sie dann auch wieder so eine Webseite gebastelt, wo es wie vorhin, es war eigentlich das genau Gleiche. Es war auch so, dass es eigentlich wieder Text dazwischen gab, dass es wieder erklärt, um was es hier genau geht. Und dazwischen kamen halt immer diese lustigen Illustrationen, also die Animationen eigentlich dazwischen. Kommen wir zu einem anderen Projekt. Kosmos, das ist so ein neues Kino-Kulturhaus in Zürich. Und die sind gekommen und meinten, wir haben dieses Logo gemacht, das ist so eine Agentur, die ist rot und Mercy, irgendwie so. Und die meinten eigentlich, für ein Kino müsste sich das Logo doch bewegen. Und gerade wenn sie es im Kino abspielen vor den Filmen, wäre doch cool, wenn man das bewegen könnte und wenn das irgendwie lebt. Und dann haben sie immer von einem Sternenhimmel geredet. Sie hätten gerne so einen Sternenhimmel hier, der irgendwie so durchgeht. So. Und dann fand ich mir blöd. Jetzt haben sie so ein schön reduziertes Logo. Jetzt machen wir hier doch keinen Sternenhimmel. Und habe dann einfach die Sterne halt einfach so aus dem Buchstaben gemacht. Und fand sie eigentlich ganz gut. Und dann habe ich gesagt, okay. Und die Idee ist, dass halt irgendwann kommt aus der Tiefe das Logo. Das war irgendwie nicht so ihre Idee und das ist so lustig, weil oft, wenn Leute mir erklären wollen, wie sie gern was animiert haben, ist halt ihr Wortschatz in dem Bereich nicht so groß und lustigerweise genau diese Woche habe ich die gleiche Aussage schon wieder bekommen und zwar haben sie gesagt, ja, wir finden das schon gut mit dem Kosmos, aber wir hätten gerne den Auftritt von den Buchstaben mehr wie die Minions. Und ich weiß nicht, was die Leute genau damit meinen. Also habe ich mir das Logo wieder angeschaut, dachte, gut, irgendwie Minions da rein, keine Ahnung, wie so. Und dachte dann irgendwie, okay, es sieht eigentlich aus, wie wenn die Buchstaben sitzen schon im Kino, so in Reihen irgendwie, und das heißt, sie müssen irgendwie da reinkommen. Das läuft am Anfang vom Film, also wie auch alle Leute reinkommen, sollen auch die Buchstaben reinkommen, und sie können ja wie Minions reinkommen. Aber ich fand das eben, es ist doch so ein schönes Logo, also irgendwie so ein gut reduziertes Logo, ich will sicher nicht irgendwelche anderen Elemente reintun, und habe das einfach die so ein bisschen verzogen, dass die so reinmarschieren können, und hier... Vielleicht sogar mit Ton? Nee, ohne Ton. Genau, und sie fanden es gut, anscheinend haben sie sich Minions so vorgestellt. Und ihnen gefiel es dann so gut, diese Idee, dass ich gesagt habe, ich benutze nichts anderes als diese 6 Zeichen, dass sie gesagt haben, wir brauchen auch noch Handy ausschalten, aber wir wollen nicht Handy ausschalten schreiben, weil wir wollen ja nur mit diesen 6 Zeichen arbeiten. Das ist super, oder? Ich habe ein bisschen gemogelt. Ich habe zwei Buchstaben noch mehr reingemacht, aber das war dann okay. Das sah dann so aus. Genau. Und das Coolste am Projekt ist eigentlich, das ist jetzt abgeschlossen, habe ich noch 1000 andere Animationen gemacht. Das Coolste am Projekt ist eigentlich, dass sie so eine 8 Meter hohe Säule am Haus haben, mit so LEDs, die wir jetzt im Bespielen sind. Das sind so die ersten Tests, weil es geht ein bisschen darum, was dürfen wir überhaupt.
das Lustige daran ist eigentlich, dass die Stadt wollte halt irgendwelche Regeln aufstellen, wie viel wir da animieren dürfen, damit es hier blinkt und alle ablenkt. Und hat gesagt, pro Sekunde darf sich, also die Geschwindigkeit, also sie haben wie gesagt, wie schnell sich die Sachen bewegen dürfen, keine Ahnung. Und haben gesagt, es darf nur 3 Zentimeter pro Sekunde die Sachen sich bewegen. Das Problem ist, dass vom einen zum nächsten Pixel sind es 4 Zentimeter. Ja, ich weiß auch nicht genau. Wahrscheinlich haben die auf dem Computer, war die Animation so klein, sie dachten, ja, die Hälfte ist 3 Zentimeter, das könnte klappen. Aber auf dem großen Maß. Das bewegt sich jedenfalls, glaube ich, deutlich schneller. Gut, kommen wir zum letzten Thema, letzten Kapitel 4 von 4, bewegte Plakate. Mit dem Thema habe ich mich in den letzten 2 Jahren intensiv auseinandergesetzt, wie vorhin schon angetönt wurde. Alles hat angefangen, als ich bei von Sigmann im Praktikum in Berlin war. Und ich hatte die große Ehre, ich durfte ein Plakat gestalten. Das Problem war nur, dass von selber nicht genau wusste, für was dieses Plakat eigentlich ist. Er wusste nur, er hat gesagt, es geht irgendwie um Zukunft. Und er hat mir diese Skizze gegeben, die war so groß wie eine Briefmarke. Und gesagt, es soll irgendwie so ausschauen. Und ich war ja im Praktikum, also gerade frisch von der Schule, also von der Uni. Und dachte, okay, klar, mache ja mal Moodboard. Was für Pfeile kann ich da nutzen? Ganz vorbildlich. Hab dann schnell gemerkt, dass ich das gar nicht entscheiden kann, weil ich weiß gar nicht, um was es geht. Weil das in Zukunft war auch nicht mehr so sicher. Und dachte, okay, mache ich halt einfach, was mir halt Spaß macht. Und ich fand diese isometrischen Pfeile fand ich schon ganz cool. Dann habe ich so Sachen gebaut. Dann hat mit Fons mal besprochen. Er meinte, ja, eben in Zukunft wird es ja wahrscheinlich irgendwie sein, das ist ein bisschen düster. Er meinte dann, vielleicht können wir es grau und orange machen. Ich habe es in grün und rot gemacht. Und dann war ich, glaube es war am Vorabend von der Abgabe, da kam noch Text, der hat zum Glück irgendwie gepasst. Also wirklich, zuerst war die Form und dann der Text. Und dann war Weihnachten und nach Weihnachten hatten wir nicht so viel zu tun im Büro. Und es war so, dass immer, wenn man nicht so viel zu tun hatte, sollte man so kleine Animationen machen, die kommen auf die Webseite, damit sich da was bewegt. Und ich hatte irgendwie keine Lust, jetzt da was zu zeichnen und so kleine Animationen zu machen. Und fand, ich könnte doch das Plakat bewegen. Wusste aber nicht wie und habe ich im Illustrator einfach das 10.000 Mal durchkopiert, überall ein bisschen was verschoben. Und dann ist eigentlich so das rausgekommen, nach viel Mal ausprobieren. Und das war eigentlich so das erste bewegte Plakat, das ich gemacht habe. Und infolgedessen gab es immer wieder andere Plakate, dann immer mehr auch für andere Gestalter, das von Erich Brechbühl, das von Martula Wittmer und Till Lauer. Und die ich eigentlich dann, also das haben sie so gemacht und ich habe dann quasi eine bewegte Form daraus gemacht. Und da stellt sich die Frage, die drängt sich irgendwie auf, nehme ich mal vorhin weg, wieso sollte man ein Plakat überhaupt animieren? Also erstmal finde ich, weil es geht und zweitens muss man vielleicht sagen, ich finde ein Plakat sollte man immer so animieren, dass es nicht was Neues bringt, sondern eigentlich das verstärkt, was ich eh schon sehe. Und ich meine, ich kann nochmal zurück hier bei den Bussen, also da geht es darum, in Luzern hat es extrem viele Asiaten, die alle mit diesen Bussen ankommen, man sieht da wirklich die Stadt nicht mehr. Es ist irgendwann ein politisches Plakat für die Jungsozialen, haben wir von 6 Wochen gewonnen, also es wird jetzt verlegt, der Busparkplatz da. Man sieht hier ja schon, okay, man sieht eigentlich nichts, nur die Busse, aber es könnte sein, dass sie im nächsten Mal wegfahren. Ich finde, in der Animation wird es nochmal deutlich, dass man sieht, okay, jetzt fahren sie langsam weg und da oben kommt endlich das Wahrzeichen raus, das ist so der Wasserturm, der steht da mitten in der Stadt. In dem Moment, wo ich ihn eigentlich sehen könnte, kommt schon wieder der nächste Bus. Ja. Und ich glaube, das verstärkt eigentlich nochmal diese Wut eigentlich oder diese Aussage, wie scheiße das mit diesen Bussen ist. Da drüben ist jetzt nicht so viel Inhalt, da ist einfach, ich meine, ist ja klar, dass die schwimmen, die Schwäne, die einfach so da stehen und da kann man auch ein bisschen lustigere Sachen einbauen, wie zum Beispiel jetzt kommt unten dann so einer rein, da sieht man es, oder in der Mitte, jetzt links. Jetzt, der schafft es nicht ganz in der Mitte und jetzt nochmal anlaufen. Also man kann irgendwie mehr Quatsch einbauen auf dem Plakat, wenn es gedruckt ist, sagen wir, wie soll das hier sein? Hier kann man also Sachen verstecken. Irgendwie. Ja. Gut, dann in Luzern gibt es jedes Jahr das Plakatfestival, Weltformat heißt das. Und dafür wird immer ein Gestalter eingeladen, der ein Plakat macht. Und vor drei Jahren, hat das Noel Loy gemacht. Und wir hatten das erste Mal, glaube ich, so diese digitalen Plakatwände am Bahnhof geschenkt bekommen, also zum die bespielen, also am Platz geschenkt bekommen, um die da zeigen zu können. Und da war ich die Idee, wäre es nicht cool, wenn man schon die Möglichkeit hat, dass man die animiert. Und da bin ich irgendwie dazu gekommen. Und bei dem fand ich es super, weil irgendwie das ist so ein Plakat, wie ich es machen würde. Also alles voll. Und ich meine, es ist auch irgendwie logisch, wie der Bär sich bewegt, dass die Ohren vom Hasen sich bewegen, irgendwie, dass die Winkelkatze winkt, dass irgendwie
die Kerze hoch für der Walfisch rein. Also irgendwie, die Objekte haben wie eine Logik in ihrer Bewegung, die sie ja schon mitbringen. Beim zweiten Plakat vom Mecha Impro wurde es schon ein bisschen schwieriger, aber irgendwie konnte man ja diese Teile auseinandernehmen, da konnte man ein bisschen rumschieben. Dann hat es eigentlich ziemlich gut funktioniert. Und beim diesjährigen Plakat, das ganz hinten von Kasper Florio, habe ich echt lange überlegt, was soll ich machen und mir wirklich überlegt, kann man eigentlich jedes Plakat animieren? Auch darf nicht, ja, kann. Das ist die Frage, ob es Sinn macht oder ja. Ich glaube einfach, man darf, wie gesagt, nicht was Neues machen wollen, also nicht irgendwie blinken oder was irgendwie nur Hauptsache Aufmerksamkeit. Es geht mehr darum, glaube ich, eben die Idee vom Plakat zu verstehen und irgendwie die zu vermitteln. Und deshalb sollte es auch was Ruhiges sein, weil das Plakat schon ruhig ist. Und es geht um die verschiedenen Formate, das sind jetzt die verschiedenen Weltformate. Und man sieht eigentlich in ihrem Plakat, sieht man die nicht so gut. Und ich habe probiert, in der Bewegung die ein bisschen mehr zu zeigen. Also ihr Plakat ist das. Und jetzt bewegt sich. Da sieht man die verschiedenen Formate eigentlich. Und auch sie haben so zweimal weiß, schwarz, nein, schwarz, weiß, schwarz, also Siebdruck viermal überdruckt, also es sind wirklich so viele Ebenen von größerer und kleinerer Schrift, quasi so übereinander. Das sieht man hier nicht so gut. Genau, was ist eigentlich das bewegte Plakat? Wie gesagt, letztes Jahr habe ich eine Ausstellung darüber gemacht, weil ich habe irgendwie gemerkt, okay, ich mache immer mehr Plakate und bewegte Plakate und ich finde auch im Internet immer mehr und habe die immer gesammelt, weil es extrem viele verschiedene Arten gibt und habe dann gefunden, da könnte ich darüber mal eine Ausstellung machen. Das war diese letztes Jahr, wo ich eigentlich so erklärt habe, was gibt es ja verschiedene Arten so kategorisiert haben. Da möchte ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Ich wollte nur sagen, eben, was ist ein bewegtes Plakat? Das ist irgendwie zwischen dem gedruckten Plakat und dem Film. Aber ich glaube, es ist zwar bewegt, aber ganz klar noch ein Plakat. Weil wo kommt es zum Einsatz? Zum Beispiel am Bahnhof. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. In der Schweiz haben wir so am Bahnhof, in Einkaufsstraßen und Einkaufszentren gibt es schon ziemlich viele solche digitalen Plakatwände. In der Öffentlichkeit, das an Straßen, ist man ein bisschen mal überlegen, wie man das macht, dass es nicht ablenkt. Da gibt es auch so Sachen. Ich muss zum Beispiel dieses Schwanenplakat muss ich an so ein Gremium einschicken und die haben kontrolliert, wie viel Prozent es sich bewegt und es durfte nicht irgendwie über Messwert rübergehen, keine Ahnung. Ist jedenfalls durchgekommen. Also es gibt immer mehr solche Orte, wo man das zeigen kann. Das andere ist also die Öffentlichkeit, halt im echten Leben. Da gibt es aber auch, glaube ich, im Internet, Social Media, ein Interesse, dass man auch da hat, oder man hat die Möglichkeit, es da zu bewegen. Und wieso es dann nicht zu bewegen, wenn es eh schon so ist. Und ich finde wichtig, dass man es aber immer noch als Plakat versteht. Es ist immer noch ein Plakat, weil was ist ein Plakat? Ein Plakat funktioniert in einer Millisekunde. Es muss sofort funktionieren. Es muss mich irgendwie catchen, ich muss draufschauen, es muss plakativ sein und dann muss es funktionieren. Und weil wenn ich am Bahnhof bin, ich laufe durch, ich habe nicht 10 Sekunden Zeit, mich hinzustellen und schauen, um was es hier geht. Und ich muss dann oft so Kunden erklären, wenn ihr ein bewegtes Plakat wollen, dann sagen sie, ja, wir haben eh noch so einen Werbespot vom Fernsehen, dann schneiden wir den einfach auf 10 Sekunden runter. Aber das funktioniert ja nicht. Ich kann ja nicht irgendwie, ich weiß ja nicht, wann der das sieht, ob man jetzt bei Facebook durchscrollt und irgendwie das Plakat nur das Ende der Animation sieht oder am Bahnhof nur das Ende des Plakats sieht. Also diese normale Fernsehwerbung, wo es heißt, hier haben Sie ein Problem und wir haben die Lösung. Also dieser Bogen von Erzählung, der funktioniert halt irgendwie nicht. Wenn ich nur die Lösung sehe, dann weiß ich gar nicht, wieso sollte ich das überhaupt kaufen. Also ich glaube, es ist immer noch ein Plakat, was im Moment funktionieren muss und die Bewegung mehr als Unterstützung benutzt, um die Aussage noch mehr auf die Spitze zu treiben. Ich komme zu meinem letzten Projekt, das ich zeige. Das war auch wieder für Grilli-Type. Und zwar in dem Moment, wo sie GT America rausgebracht haben, das war vor einem Jahr, da wurde gerade Trump gewählt. Es war ein bisschen blöd, dass man gerade mit so einem GT America, so ein bisschen patriotisch anmutenden Ding, gerade dann rauskommt. Und deshalb fanden sie, komm, wir haben noch von der Walsheim die Schrift, die sie schon haben. Ich glaube, sie hat einen neuen Schnitt oder ich weiß auch nicht genau. Wir machen da noch eine mehr Microsite und dann geht das hoffentlich so ein bisschen unter. Oder? Genau. Und hier war es ein bisschen anders. Man musste die Schrift nicht neu erklären. Die gab es ja schon. Es gab auch nicht irgendwie jetzt, man musste ja auch keine Welt ausdenken, irgendwie, die das Ganze so zeigt, kein Gesicht, weil die GT Walsheim, das ist eine Schrift, die kommt aus den Plakaten von Otto Baumberger. Der hat immer so eine Schrift benutzt, die immer mal ein bisschen anders war und daraus haben sie eigentlich so Walsheim eigentlich so ein Kompromiss aus all den zusammen, aus diesen verschiedenen Plakaten eigentlich diese Schrift draus gemacht, digitalisiert. Also die Plakate gibt es schon, wie zum Beispiel hier links und ich habe das dann irgendwie so animiert. Ich meine, hier ist jetzt noch logisch. Ja? Ein Objekt bringt, wie gesagt, bringt hier eigentlich schon eine Bewegung mit. Das Flugzeug fliegt, das Auto fährt, das ist irgendwie, man kann nicht viel falsch machen, kann nicht sagen, okay, das ist aber total was anderes.
Also eigentlich ist wie hier bei dem Plakat, das ist wie auf Stopp gedrückt und ich drücke einfach wieder auf Play. So. Ein anderes Beispiel ist das hier. Da, okay, da habe ich auch Objekte, die könnten umfallen, aber irgendwie sieht man nicht gleich eine Bewegung. Also, und ich fand dann, okay, aber trotzdem erzählt das Plakat eine Geschichte. Und vielleicht ist die Geschichte quasi die, das, was sie erzählt. Und das kann man dann vielleicht irgendwie verstärkt animieren oder erklären. Und ich dachte, wieso schauen die sich so nett an und wieso ist das oben so runtergebeugt? Und fand dann, ja klar, weil halt immer wenn er schaut, ist er fröhlich, sonst nicht. Genau, bei Objekten funktioniert das, wie gesagt, ziemlich gut. Also ein Objekt hat eine Bewegung, es kann runterfallen, es, keine Ahnung, es fliegt, man weiß irgendwie, wie es sich bewegt. Bei Typografie oder abstrakten Objekten wird das schon schwieriger. Ich glaube, Forster ist ein Teppich verkauft. Ich glaube, das ist ein abstrakter Teppich, dieses schwarze hier. Ich fand jetzt, wenn ich den aufrolle oder irgendwie so, das wäre völlig was anderes. Das wäre nicht mehr das Plakat. Und deshalb habe ich irgendwie so gesagt, was kann ich sonst machen? Vielleicht mit der Typografie war es da unten, mit der Schrift. Fand dann irgendwie, das F sieht so ähnlich aus wie diese Form irgendwie und fand, vielleicht kann man das so ein bisschen hervorheben. Man merkt halt schon, es ist halt wie schwieriger, man kann sagen, okay, es passt immer noch, irgendwie so ein Plakat, aber es ist halt schon eine eigene Idee, die man so nicht einfach erwarten würde. Aber trotzdem kommt es immerhin nicht mit neuen Objekten oder mit einer ganz neuen Sache. Ein anderes Plakat war das hier. Da habe ich mir auch lange überlegt, was soll ich machen? Okay, irgendwie könnte das B so runterfallen und dann kommen so rote Likörtropfen aus dem Ding raus. Dann fand ich, nee, dann muss ich überlegen, wie hätte Otto Baumberger einen Tropfen gezeichnet? Also irgendwie würde ich ja da wie was Neues machen. Und dann fand ich, okay, gut, das B steht ja für Brack, also schreibe ich auf das ganze Brack durch. Und da zum Glück alle Buchstaben zwei Punzen übereinander haben, das ist auch ziemlich gut aufgegangen. Das ist irgendwie genau. Und daraus ist dann auch wieder so eine Webseite entstanden und ganz viele Plakate, die ich irgendwie hier in Auszug, die ich irgendwie animiert habe, alles ein bisschen anders irgendwie. Was hat irgendwie gerade so. In meiner diesjährigen Ausstellung, die ich dieses Jahr gemacht habe zum bewegten Plakat im Weltformat in Luzern, war der Fokus auf, wie bewege ich Objekt und Typografie, dass es eben ziemlich unterschiedliche Bewegungen sind. Zum Beispiel Objekte, eben wie gesagt, die haben eine Logik in sich. Dann gibt es so eine Mischform, wo man zum Beispiel Ballone nimmt und die als wie Typografie ausschauen lässt, dann ist es wie okay, dass Typografie sich wie ein Ballon bewegt. Also dann gibt es wieder einen Sinn, wieso die Typografie sich bewegt. Und wenn es nur reine Typografie ist, habe ich gemerkt in meiner Sammlung, dass sie meistens einfach herumgeschoben wird. Also zum Beispiel wie das hier oder so. Weil da kann man sicher nichts falsch machen. Da möchte ich mit zwei Plakaten, die ich eigentlich eben für diese Ausstellung letztes Jahr gemacht habe, abschließen. Das rechte ist das Plakat für die letztjährige Ausstellung. Das ist das Plakat für den Webseiten-Release, themovingposter.com, wo eigentlich eben diese Sammlung eigentlich so ein bisschen gezeigt wird oder jetzt langsam auch gefüllt wird. Wieso ich diese zwei Plakate noch zeigen wollte, die sind ein bisschen speziell als andere. Alle anderen Plakate, die ich bis jetzt gezeigt habe, die bewegten, gingen immer eine Print-Version voraus. Also eine Version, wo es statisch mal war und meistens bewegt man dann, man hat Print, dann bewegt man, dann wieder das Print. Also man hat immer dazwischen eigentlich, man könnte auf Pause drucken, man hat immer das eine druckbare Plakat zwischen der Animation. Und diese zwei Plakate habe ich so gemacht, dass es quasi, es gibt nie diesen Moment, wo man auf Pause drücken könnte, weil zum Beispiel beim rechten wird das Thema ausgetauscht, hier links werden auch Buchstaben mehrmals verwendet, einmal oben, unten. Zum Beispiel hier fällt das T runter, das O fällt runter. Und also quasi, es gibt nie diesen Moment, wo alles drauf wäre. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt die Weiterentwicklung davon ist. Keine Ahnung. Ich glaube aber, dass das Digitale doch immer größer wird. Print wird nicht aussterben, aber wird wahrscheinlich ziemlich klein, glaube ich. Und ich glaube, wenn wir digital immer mehr Sachen machen, kommen wir um die Bewegung nicht rum. Ich glaube, es ist ein extrem spannendes Gebiet. Ich glaube, es ist aber wichtig, dass wir den grafischen Gedanken dabei nie vergessen, dass wir immer noch irgendwie die Sachen reduzieren, dass wir im Farbflächen, Weißraum, also wie wir Grafik gestalten und nicht, dass wir Film machen, sondern wir machen bewegte Grafik. Und ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Bewegt eure Grafik, habt Spaß bei der Arbeit und dann wird alles gut. Danke.